Grüß Gott, Leute, Brandy hier und diese Folge fange ich jetzt nicht an, wobei ich muss sie mir anschauen, aus dem einfachen Grund, dass da ich nicht weiß, wer an der Front steht und wen ich aber an der Front haben will. Monkey ist bald 36, wir sollten mal welche trainieren, die etwas mehr EPs brauchen, wie zum Beispiel Ling oder Täubchen, weil Täubchen bald eine Entwicklung vorzuweisen hat. Genug von dem dummen Spiel, deinem dummen Spielchen, ja klar. Weil ich ja auch dumme Spielchen treibe. Wer von euch will Pokémon benutzen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen? Hä? Bin ich das? Nein, bin ich nicht. Also red keinen Scheiß, bitte. Probieren wir es mal. Daunenreigen. Extremer Verlust der Angriffskraft. Bzz, bzz, bzz. Trotzdem sehr effektiv. Ich habe auch nur den Angriff gesenkt und nicht den Dingens da. Den Spezialangriff. Deswegen hat es mich so eiskalt erwischt. Naja, zurück mit dir. Fackel kommt rein. Bam, in. Das ist natürlich eine. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Wenn er mich jetzt auch noch geschockt hätte mit seinem Superfall. Es hätte natürlich ganz böse ausgehen können, wenn er hätte mich noch mit seinem Flammen, mit seinem Superschalter erwischt. Fände ich nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Als nächstes wird Smogon gerufen, da haben wir doch einen Spezialisten für. Muss man das so sehen. Da haben wir einen Spezialisten für. So, Smogon. Du bekommst jetzt erstmal einen schönen Donnerblitz in dein Gesicht. Und zwar in deinem Fall extremst in dein Gesicht. Dass du das überlebt hast und mir einen Volltreffer reinjagst, spricht nur dafür, dass das Spiel mich verarschen will, und zwar bis ins Mark. Weil wir im Prinzip, so wie es ist, direkt wieder in das Pokémon Center latschen könnten, weil uns eigentlich, also wie gesagt, eigentlich die Tränke ausgehen. Willkommen im 9. Stock, es ist nett, dass du vorbeischaust. Ja, danke. Ich finde es nett, dass du mich so nett begrüßt. Ein Marshock, das ist natürlich eine legendäre Sache für mein Täubchen. Das macht 2-3 Mal Flügelschlag und dein Marshock ist des Todes. Und dein Marshock macht nur Gesichte. Nur Gesichte. Lahme Gesichte, wohlgemerkt. Lahme Gesichte. So, ich bin geschockt. Ich nicht. Ich erwarte nichts anderes von meinem Pokémon. So, einerseits haben wir hier der Scarbon. Als nächstes haben wir hier einen Sonderbonbon, den ich nicht benutzen werde. Und einen Hyperball. Ja, wobei, die Sonderbonbons werde ich schon irgendwen reinpfeffern. Bin mir aber noch nicht so ganz schlüssig, wen. So, hier dürfte jetzt kein Kampf mehr auf uns warten, sondern nur der letzte der Rocket-Brüder. Halt, stopp! Hast du einen Termin beim Boss? Nein. Aber ich komme trotzdem durch. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich es einfach kann, Bitch. Weil ich es einfach kann. So, Ruckzuck-Hieb, kein Problem. Ruckzuck-Hieb mich, so viel du willst. Du kriegst es trotzdem in dein Gesicht mit deinem Ratzfratz. 300 EPs mal 5500 ungefähr. Vielleicht auch 1700, kommt drauf an, ob er noch ein Radikal hat oder nicht. Ich hoffe es mal, dass er es hat. Würde mich freuen. Ein Zubat, ne, das wird natürlich nicht mit ihm bekämpft, sondern mit meinem Funken. Und sobald wir diesen Kampf erledigt haben, können wir im Prinzip noch eine letzte Heilung durchführen. Beziehungsweise, ja, das mache ich auch. Ich gehe nochmal runter im Erdgeschoss ins Pokémon Center. Wir haben nämlich noch nicht alle Kämpfe hier erledigt. Wir haben noch bestimmt
noch bestimmt 6-7 Kämpfe hier. Bestimmt. Weil wir nämlich nur die Kämpfe gemacht haben, die nicht hinter diesen verschlossenen Toren waren bis jetzt. Und das sind natürlich nicht alle, wie ihr euch vorstellen könnt. Und sobald wir die ersten Türen aufreißen, werden wir natürlich auch neue Gegner zu Gesicht bekommen. Und unser Rivale wartet auch hier auf uns. Das ist natürlich eine nicht so tolle Sache eigentlich. Also ist eigentlich eine tolle Sache. Weil er bringt uns einiges an XPs und einige unserer Pokémon werden 36 erreichen. Das heißt, wir werden das gemeinsame Level auf 36 erhöhen. Und es war klar, dass dann Volltreffer jetzt kommt. So wird das geschehen, weil ich habe mir zuerst gedacht, wenn wir 35 werden, okay, 35, aber so haben wir ein einheitliches Level von 36, gerade Zahlen, und das freut mich auch. Also, 10 haben wir hier gefunden. Da ist Giovanni mit seinem Gesang. Und dann können wir uns nochmal, wenn wir eben von unten kommen, nochmal von unten hocharbeiten. Das finde ich ist auch eine tolle Sache. Das heißt, wir werden noch bestimmt 2-3 Parts hier bleiben. So blöd das klingt, ist leider so. Ich kann leider auch nichts dafür. Dieses Silph-Core-Gebäude ist so ziemlich das Größte, was es zu tun gibt hier. Muss ich leider so sagen, wie es ist. Ist echt so. Wir werden einen VM-Sklaven brauchen. Mir fällt gerade auf, wir können Kikli gar nicht im Team behalten. Weil... ganz einfach, wir brauchen ein Wasser-Pokémon. Und... das werden wir uns jetzt holen. Und zwar... ah, shit, man, das habe ich total verpeilt und überhaupt nicht bedacht gerade. Shit! Echt, ey, das war richtig blöd von mir und dann... fuck, ey. Irgendwo war doch hier dieser Eingang, dass man von hinten rein konnte, oder? Ah, genau, ja. Dass man von hier ging's dann rein, quasi. Und das war dann dieses Nebengebäude quasi, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann kann man hier rein... und wer hier drinnen ist, kriegt Evoli. Genau. Evoli werde ich Aqua nennen. Kann sich keiner denken, warum. Keiner, ne? Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Game Boy Advance. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Ach, so ist das. Du kennst dich also komplett aus mit meinem Game Boy Advance. Dann müsstest du aber wissen, dass dein Game Boy Advance, so wie du ihn nennst, eigentlich mein PC ist. Aber okay. Jeder macht Fehler. Jeder macht Fehler. Dann tut es mir leid, Kikli. Ich muss dich leider aus dem Team entfernen. Ich habe total vergessen, dass wir etwas Wichtiges brauchen in unserem Team, und zwar, als ich das Wort VM-Sklave gesagt habe, und zwar müssen wir ein Pokémon haben, das Surfer beherrscht, und das wird leider ein Aquana, was heißt leider, das wird ein Aquana sein, da, ja, das ist so ziemlich das einzige Wasser-Pokémon ist, was wir jetzt finden werden. Müssen wir hier nicht Steine irgendwo, im dritten waren sie, glaube ich. Ich bin aber not sure. Kann ich behilflich sein? Genau, Wasserstein. 2100. Genau, zack. Nee, danke. Und zack. Und Wasserstein. So, dieser spezielle Stein löst bestimmt... ja, ja. Und Evoli. Wasserstein wurde bei Aqua eingewendet.
Hey, Aqua entwickelt sich. Echt, hätte ich gar nicht gedacht, nachdem ich ihm den Stein gegeben habe. Im Ernst? Wahnsinn. Sachen gibt's, oder Leute? Die gibt's gar nicht. Oh ja. Aquana. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Was hat denn unser Aquana für Werte so? Ich hoffe, das kann dann auch Surfer, sonst breche ich ab. Spezialangriff und Spezialverteidigung. Okay. Wandelt Wasser in KP. Und natürlich, wenn mich jemand Wasserangriffen angreift, dann lache ich mir den Arsch über denjenigen ab. Dann mit, ich habe einen H2O-Absorber hier. Und zwar for the win hier. So, dann heißt das, wir werden uns aus diesen neuen 2 Parts, 3 Parts machen, da wir uns ein kleines Transportwasser-Pokémon holen mussten. Ja, es gibt natürlich bessere Wasser-Pokémon, keine Frage. Garados beispielsweise. Oder, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwie, wie wär's mit Quappo, finde ich auch toll. Was noch? Starmie natürlich, Seemon oder Seeking oder wie auch immer man das sagen will oder kann oder soll. Boah, da ist schon der erste Kampf, seht ihr? Lässt nicht lange auf sich warten. Wie viel KP EP brauchst du noch? 900. Da haben wir jemanden, der braucht deutlich mehr als du. Ja. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter der Silfco. Hast du mich gut verarscht? Du Vollhund. Mei, 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 Psystrahlattacke. Super. Ein Falltrapper. Unser Link hat noch gar nichts. Und EPs für Level 35 ist natürlich. Das macht natürlich dann auch Spaß, weil dann können wir erstmal direkt durchlöten mit Link. Und dann werden wir alle eine nach den anderen auf 36 bringen. Zack. Und dann nochmal ein Psystrahl hinterher. So. Alles klärchen, mein Bärchen. Smogon. Alles klaro, Maro. Psystrahl hinterher und dann läuft die Sache ganz rund. Und Smogon müsste eigentlich One-Hit-Wonder sein. Vor allem mit dem Volltreffer dann auch. So spielt das Leben. Übermenschlicher Film übrigens. Ein Smogmog noch einmal. Das ist natürlich ein EP-Boost für unser Ling, muss man schon sagen. Das ist natürlich ein EP-Boost. Was ich jetzt nicht weiß, ob das positiv oder negativ ist. Da, wenn das so ist, die Pokémon teilweise sogar auf 37 oder 38 sein können. Bis wir dann mal durch sind. Woher wusstest du, dass ich... Ja, ich weiß nicht, du hast so Pokémon gegen mich ausgepackt. Kann man ja schon mal denken. Zu Hilfe, nein, bitte nicht. Du bist gar nicht von Team Rocket. Ich dachte schon, es ginge mit mir zu Ende. Verzeih bitte, verzeihst du mir, wenn ich einem deiner Pokémon Donnerwelle beibringe? Nein. Oh, aber Donnerwelle ist praktisch. Ja und? Interessiert das mich? Du hast gedacht, ich bin einer von Team Rocket. Dafür bist du böse. Ich bin einer von Team Rocket. Nein, ich bin natürlich niemand von Team Rocket. Ich bin ein Guter. So. Wir werden jetzt in diesem Raum noch was öffnen. Beziehungsweise werden jetzt erstmal schauen, ob es noch viel zum Öffnen gibt hier. Nee, nicht so. Und so, Bingo, der Türöffner hat die Tür geöffnet. Ah, da geht's weiter. Da geht's weiter. So. Übertrank, das ist natürlich ganz praktisch. Aber bevor wir weiter spielen werden, gönnt sich euer Brandy jetzt erstmal eine kleine Break, beziehungsweise ich cutte jetzt erstmal den Part und
Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Chosen.